werden sterben. Direkt vor deinen Augen. Fight! Ich brauche nur einen Take. Treffer! Niemand droht meiner Familie. Gut, gut. Da haben wir wohl einen kompletten Generationswechsel. Eher nicht. Mit Ninja Pantomime und Lady Liberty haben wir, was wir brauchen. Hauen wir ab. Meine schlechtere Hälfte. Und die Basis? Schon längst erledigt. Schnappen wir sie. Da sonst noch wer dieses Piepen? Komme ich etwa zu spät? Gerade noch rechtzeitig.
Das nenne ich mal ein Wunder. Ja, Raiden, danke. Großmeister Hasashi, ich bitte demütigst um die Gastfreundschaft der Shirai Ryu. Mein Himmelstempel wurde kompromittiert. Wir haben keinen sichereren Treffpunkt. Lord Raiden, willkommen in den Feuergärten. Die Götterältesten sind tot? Shinnok ist Kronikas Sohn? Kein Wunder, dass sie den schwarzen Drachen auf Dad und mich hetzte. Wir haben ihn fertig gemacht. Kronika wird nicht durch Rache angetrieben. Sie schreibt Geschichte neu für ein Gleichgewicht aus Licht und Dunkel in den Reichen. Was können wir tun, Lord Raiden? Sammelt die Armeen des Erdenreichs. Doch auch das wird nicht reichen, wenn sich Kotal-Kahns Truppen uns nicht anschließen. Cetrion sagte, dass Shao Kahn Kotal-Kahn gefangen genommen hat. Wir müssen ihn um jeden Preis befreien. Kung Lao und ich werden gehen. Wir treffen uns mit Prinzessin Kitana. Danke, ihr beiden. Mögen die Götterältesten euch... Mögt ihr siegreich zurückkehren. Ich sehe deine Leidenschaft, Prinzessin Kitana. Doch ich bin nicht überzeugt. Königin Shiva, ist es eurem Volk unter Kotal-Kahn nicht besser ergangen als unter Shao Kahn? In manchen Punkten. Wir können aber nur raten, welcher Kahn diesen Kampf gewinnt. Sich für eine Seite zu entscheiden, bringt uns keinen Vorteil. Prinzessin! Lu Kang, warum bist du hier? Die Takatana haben Kotal-Kahn gefangen genommen. Wir müssen schnell handeln, bevor man ihn hinrichtet. Mein Volk wird keinen Kahn unterstützen, der in Ketten liegt. Das Erdenreich hilft uns, Majestät. Mit eurer Unterstützung ist der Sieg sicher. Ohne die Takatana ist ein Sieg nicht möglich. Wenn sie sich für Kotal-Kahn gewinnen ließen, wäre es ein Vorteil für uns, sich ihm anzuschließen. Ich komme wieder, Königin Shiva, mit den Takatanern an meiner Seite. Zusammen ziehen wir gegen Shao Kahn. Fasziniert dich so an Jades Blut, Scarlet? Edenianer-Blut ist das süßeste Blut, Eure Exzellenz. Zudem ist es ausgesprochen selten. Wo werden Sie ihn hinbringen? Zweifellos ins Kolosseum. Dann greifen wir jetzt an. Wir werden Baraka niemals auf Kotals Seite bringen, wenn wir angreifen. Wir müssen ihn für uns gewinnen und zusammen Shao Kahn angreifen. Die Takatana gewähren uns keine Audienz. Ihr Instinkt rät ihn zum Angriff. Vor allem Jade. Sobald es Ärger gibt, töten sie sie. Ich habe eine Idee. Unser Geschenk an Shao Kahn. Wir möchten uns seinem Kampf gegen Kotal anschließen. Nach all den Jahren schaffen einfache Soldaten
Die über alles erhabene Tochter des Khan herbei. Hast du endlich gelernt, dass du nicht besser bist als der Rest von uns? Sie ist für Shao Kahn. Wir verlangen, Baraka zu sehen. Du wirst niemanden sehen. Liu Kang. Du hast deinen Vater verraten, Kitana. Eroberung machte mich zu Shao Kahns Tochter. Er stahl Edenia vom rechtmäßigen Herrscher, dem Vater, den ich nie kannte. Weil dein Volk und deine Blutlinie schwach waren. Fight! Hier fehlt's an Eleganz und Anmut. Macht ist mehr als nur Eroberung, Scarlett. Keine Opfer. Genau wie gewünscht. Jade, alles in Ordnung? Wir müssen Baraka finden, um Kotal zu retten. Baraka kommt nicht mit. Kotals Hass auf die Takatana sitzt zu tief. Ohne mein Einwirken hätte er sie alle hingerichtet. Yeah! Kotal hat seine Absichten deutlich gemacht. Baraka, hör bitte zu. Es müssen keine Takatana mehr sterben. Kotal Kahn betreut alle Takatana. In der neuen Ära wird Shao Kahn herrschen. Fight! Oh!
Wird Shao Kahn herrschen. Fight! Ich werde es beenden. Hör mich an, Baraka. Ich sage die Wahrheit. Jade, Liu Kang, Kung Lao, haltet euch zurück! Gut. Na, komm, Matraka. Sprich, du hast dir die Chance verdient. Seit Jahrtausenden hetzt Shao Kahn die Völker der Außenwelt gegeneinander auf. Und wofür? Die Ehre, in seinen Kriegen zu sterben? Wir müssen füreinander kämpfen, Baraka. Nicht gegeneinander. Kautel will uns tot sehen. Das hat er mir ins Gesicht gesagt. Hilf uns. Ich sorge dafür, dass du an Kautels Tisch sitzt. Was bist du lieber, Baraka? Shao Kahns Sklave? Oder Kotel Kahns treuer Verbündeter? Niemand hat den Takatana nie so ein Angebot gemacht. Doch das sind deine Worte, nicht seine. Hilf mir, Kotel Kahn zu retten. Wir fragen ihn gemeinsam. Hey, wenn er weniger anbietet, schlitz ich ihm die Kehle auf. Bietet er weniger an, Baraka? Helfe ich dir dabei. Ihr habt zu lange durch die Hände dieses Usurpators gelitten. Doch ich bin wieder da und werde euch vor seinem Wahnsinn retten. Nur ich kann das Imperium wieder aufbauen. Alle Reiche werden vor mir erzittern. Die Außenweltler werden wieder Eroberer sein und nie mehr Eroberte.
du diese Kühnheit versteckt, Kitana? Hättest du sie früher gezeigt, dann hätte ich Melina nicht gebraucht. Meine Schwester war ein gottloses Monster. Genau wie du, Vater. Undankbares Weib! Wirfst dein angeborenes Privileg einfach weg! Wer bist du, über mich zu urteilen? Du musstest nie Kälte oder Hunger leiden. Wäre es so gewesen, würdest du Shao Kahns Geschenke zu schätzen wissen. Fight! Fehlt an Eleganz und Anmut. Sei dankbar, dass du noch atmest. Aufgeben? So kurz vor dem Sieg? Du bist so schwachköpfig wie Jared. König Jared, der Vater, den du ermordet hast, dem du mich stahlst. Ich wollte Jareds Frau und nicht seine Erbin. Ich behielt dich nur, um sie zu beschwichtigen. Erwarte diesmal keine Gnade. Fight! Ha!
Heute ist nicht dein Tag. Deine Grausamkeit werde ich nicht erben. Sie hat's geschafft. Natürlich hat sie's. Spürst du etwas? Shao Kahn hat mich zum Krüppel gemacht. Jetzt bin ich wehrlos. Nicht mit mir an deiner Seite. Du willst mich, trotz meines kalten Herzens? Ich kenne dein Herz. Es kann sich ändern. Es ist vorbei, Kotal Kahn. Der Thron ist gesichert. Danke. Baraka, Shiva, ich habe euren Völkern nicht geholfen. Und doch habt ihr mir geholfen. Das werde ich euch niemals vergessen. Wir brauchen keine Almosen. Wir werden zusammen über die Außenwelt herrschen. Das hat nun sie zu entscheiden. Was? Der Thron ist dein. Du hast die Außenwelt vereint, Kitana Khan. Sie ist jetzt offiziell eine Nummer zu groß für dich. Welche Ehre, Kotal. Von heute an sollen all unsere Völker gemeinsam kämpfen. Aus der Außenwelt lassen hoffen. Wo Kronikas Turm steht, bleibt jedoch weiterhin ein Rätsel. Er liegt jenseits der Reiche und außerhalb meines Blickes. Kennst du einen Charon, Raiden? Charon, natürlich. Wer ist Charon? Der Meister des uralten Schiffs der Toten. Sub-Zero und ich sind ihm als Wiedergänger begegnet. Er reist im Raum jenseits der Reiche und bringt verdammte Seelen in das Unterreich. Falls der Turm dort ist, weiß Charon vielleicht wo genau. Würde er uns helfen? Gut möglich, aber sicher ist nichts. Bitte geht dem unbedingt nach. Wir brechen sofort auf. Die Armee der Außenwelt zu haben ist gut. Aber noch mehr Verstärkung wäre nicht schlecht. Die Shaolin schließen sich uns an. Lu Kang und Kung Lao sind unterwegs, um die Mönche zu unterstützen. Gut. Dann werde ich Johnny und Sonjas Spur folgen. Ich komm mit. Dann gehen wir beide. Nein. Raiden braucht dich für eine Mission. Wir müssen Sonja zurückholen. Zweifellos. Aber Kronikas Verhalten macht deutlich, dass sie zwar mächtig, jedoch nicht allmächtig ist. Warum sonst würde sie versuchen, Jinsei zu stehlen? Vielleicht muss sie noch ihre Kräfte sammeln. Durchaus eine Möglichkeit. Was passiert dann? Da die Jinsei-Quelle der Drachengrotte versiegelt wurde, gibt es im Erdenreich keine größere Energiequelle als den Brunnen der Seelen unter Sheng Tsungs Insel. Dann sehen wir uns das mal an. Ich kann leider nicht mitkommen. Ich muss nach Anzeichen für Kronikas Manipulation der Zeit Ausschau halten. Wir haben unsere Pflichten. Ich habe gehört, du hast Shinnok besiegt, Cassandra Cage.
Du wirst Leute wie Kano besiegen. Doch gib Acht. Wenn Johnny oder Sonja sterben, endet deine Existenz. Dann kann ich dich leider nicht mehr retten. Komm, steh auf, Sonja. Das brauchst du nicht mehr, Schätzchen. Eines weiß der schwarze Drache. Faire Kämpfe sind langweilig. Also ist Sonja die Schlampe, die mich ausnutzt? Sie nutzt dich nicht nur aus, Kipper. Sie macht's auf die Black Ops Art. Elektroschocks, Messer, alles sehr blutig. Ich hab dich selbst zusammengeflickt. Naja, das meiste. Sie ist tot. Tut ihm das Missrecht und Ordnung wirklich an? Na, aber jetzt ist er motiviert. Ich hoffe, du bist bereit für ein wenig Präventivrache. Wovon zur Hölle sprichst du, Kabal? Du hast mich für Infos über den schwarzen Drachen gefoltert. Fight! Yeah.